Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dragon Age 2. Ja, vom Bordell, wo wir gerade waren, geht's jetzt hinab in die Dunkelstadt. Und wir wollen gucken, wo die Feinde unter uns sind. Oder so. Und dann, wenn wir eh gerade hier sind, können wir auch das erste Opfer finden. So. Das heißt, das erste, was wir hier finden, ist hier. Allein in der Dunkelheit. Genau so mögen wir. In der Zuflucht. Ich habe keine Ahnung, wo ich gerade hinrenne, aber... Eine ganze Zufluchtsstätte voller Blutmagier. Ich hoffe, wir können gegen sie bestehen. Ja, glaube ich. Vor allem müssen wir hier hinten hin. Passt auf, wo ihr hintretet. Gut, dass du die Feinde hast. Wollen wir doch mal sehen, was du drauf hast. Ja, zurück mit dir. Und der Nächste. Komm her, du Abscheulichkeit. Stirb! So, und wir beschwören natürlich gleich mal unser Hündchen. Denn das ist nochmal zusätzlicher Schaden, den wir hier haben. Komm, nimm das mit. So. Alles nehmen. Verdammt. Ich sollte unbedingt mal wieder einen Händler aufsuchen. Die Rune wollen wir aber haben. Deshalb hier. Zerstören. So. Oh, haben wir ein Level up? Nee, wir haben nur was gefunden. Macht euch bereit! Ich erledige das! Ja. Einer weniger, der uns Probleme macht! Na also! Beth? Sie hatten Pech, dass wir so gut sind. Ah, gut. Gut, dass mein treues Hündchen da war. Und Bethany gerettet hat. So. Nein, hier geht's nicht lang. Hier geht's lang. Ich glaube, die kommen gleich hier zum Leben. Und wetten? Sobald ich hier die Treppe runterkomme. Ich wusste, dass das passiert. Ja. Ich auch. Habe ich gerade gesagt. Das würde ich im Schlaf. Möchte vielleicht jemand einen Bolzen ins Gesicht? Bringen wir es zu Ende. Hab ich dich! Gar nicht schlecht. Sind alle tot? Wunderbar. Alles nehmen. Loote die Toten, denn dafür sind sie da. Oh, das sieht nach Falle aus. Das sieht nach Falle aus. Das hier gefällt mir ganz und gar nicht. Ja, ich habe nämlich an den Felsern erkannt, dass da hier eine Falle ist. Das war's. Wenn man lang genug Schurke spielt, dann hat man ein Auge für solche Details. Ui, was bist denn du für eine? Wilbur? Ne, Wilbur ist ja der Tod des Kyren. Wunderbar, neue Gefäße für unsere Experimente. Ach, Tell Winter. Wo ist Karen? Vielleicht halten die Dämonen einen von euch für tauglich. Du hast einen komischen Lippenstift. Sie könnte eine Abscheulichkeit sein. Ich bin kein armseliges Mädchen, das einem Dämon weinend in die Arme gelaufen ist. Ich habe sie gesucht und in die Arme geschlossen. Okay, und bevor ich euch töte, sagt mir mal, was macht ihr hier eigentlich? Warum habt ihr die Rekruten entführt? Dämonen können nicht nur von Magiern und Leichen Besitz ergreifen. Mit etwas Hilfe können sie jeden kontrollieren, den ich will. Jeden Templer.
jeden Adligen, jeden wohlmeinenden Störenfried. Okay, aber ich sag's euch nur mal so, ich bin keine leichte Beute. Ihr wisst schon, dass ich eine Schneise durch eure Abscheulichkeiten schlagen werde, oder? Gut, gut. Dämonen mögen Kampfgeist. Wenn noch einige weitere Templer den Dämonen anheimfallen, können wir Chaos in ihren Rängen stiften. Du bist die Erste, die stoppt. Wie viele Abscheulichkeiten in ihren eigenen Reihen sind wohl nötig, bis die Kommandantin wahnsinnig wird? Okay, aber verrat mir kurz noch, wo sind denn die Rekruten? Sagt mir, wo Karen ist. Die Experimente benötigen große Mengen an Brennmaterial. Viele lebende Gefäße haben davon nicht genügend. Nutzlose Gefäße taugen noch immer für den Komposthaufen, sind also nicht gänzlich verschwendet. Gut, damit wissen wir es nun offiziell. Euer Plan ist verrückt. Gut zu wissen, dass ihr im Wahn bellt. Das erleichtert die Sache. Früher hat das Reich von Tevinter die gesamte bekannte Welt umspannt. Die Dämonen waren seine Verbündeten, im Zaum gehalten durch Macht und Wissen. Mit einer Geste vermag ich mehr, als ein Templer in seinem ganzen Leben erreicht. Und doch befiehlt er uns? Absurd. Wir sollten über sie herrschen. Wir sollten über euch alle herrschen. Tötet die Gefäße nur, wenn es nötig ist. Tötet sie! Egal, ob es nötig ist oder nicht. So. Ja, ich glaube, du bist die Erste, die dran glaubt. So, erstmal hier betäuben. Bringen wir es zu Ende! Sind die anderen schon tot? Anscheinend. Ah, jetzt haben wir hier hinten eine kleine Dämonin der Wollust. Komm her, Kleines. Spiel mit Papa. War's das schon? Gleich. Wir retten dich gleich. Aber jetzt erstmal hier. Letzter Helm des Abstieges. Nee. Ist auch ein ganz schlechter Gürtel. Gut, dann lassen wir dich mal hier raus. Wie auch immer. Ist es vorbei? Karen. Ja, so heiße ich. Oh, dem Erbauer sei Dank. Ich dachte schon, er hätte mich verlassen. Aber ist das nur Karen? Könnte auch Karen mit Gefährte sein. Einem überaus bösartigen Gefährten. Der Käfig hat sich geöffnet. Andraste sei Dank. Bethany? Ist er besessen? Bethany, kannst du sagen, ob ein Dämon in ihm steckt? Tut mir leid. Ich habe versucht, so wenig wie möglich über Dämonen zu lernen. Derartiges Wissen wird bei einer Abtrünnigen nicht gerne gesehen. Gut, dann muss ich es wohl den Templer melden. Wenn auch nur die geringste Chance besteht, dass ihr besessen seid, müssen die Templer davon erfahren. Nein! Nein, ich bin's. Ich schwör's. Erzählt den Templern nichts. Ich weiß nicht, was sie mit mir machen würden. Bitte. Ich muss zurück. Sagt ihnen, dass es mir gut geht. Sagt meiner Schwester, ich muss gehen. Kallen muss erfahren, was geschehen ist. Gut. Wie geht die Quest zu Ende? Kehrt zu Hauptmann Kallen in den Hof der... Okay. So, das haben wir ja schon alles. Schließen. Gut, dann geht's hier wieder raus. Ja. Ich wusste gar nicht, dass Menschen so arm sein können. Fereldener riechen immer noch nach Hund. Nein, ich riech nicht nach Hund. Das ist mein Hund, der nach Hund riecht. Verdammt nochmal. So, wir müssen hier runter. Weil wenn wir hier gerade sind, dann können wir auch noch schnell die andere Quest hier abgeben, die da unten leuchtet. Wessen Quest das auch immer ist. Das müsste wahrscheinlich die
von Minette oder so sein. Nein, das geht in die andere Richtung. Hier lang. Treffpunkt. Wo ist Fleck? Die Leute, die uns begegnen. Ich weiß nicht, wer schlimmer ist. Die Abtrünnigen oder die Templer. Ich wünschte, ich würde keinen von ihnen brauchen. So. Zu den Waffen! Ja, irgendwas ist hier. Keine Straßenschläger. Einer weniger, der uns Probleme macht. Sind alle tot? Ach, da oben ist noch einer. Ich erledige das. Alle tot? Hab Dank für euer rechtzeitiges Auftauchen, Sarah. Mein Name ist Emmerich. Ihr seid älter, als ich dachte. Ninette scheint sich sonst eher für junge, spitzohrige Männer zu interessieren. Wie bitte? Ghislaine de Carricks Gemahlin, Ninette. Ihr habt euch nach ihr erkundigt. Ah, Ghislaine de Carricks Gemahlin. Ihr Verschwinden hat meine Aufmerksamkeit erregt. Ich habe versucht, der Sache nachzugehen. Die Untersuchung war jedoch reine Zeitverschwendung. Zeitverschwendung? Warum habt ihr das überhaupt gemacht? Habt ihr denn gar nichts herausgefunden? Die meisten sagen, sie habe einfach nur ihren Gemahl verlassen. Angefangen hat das alles, als Maren, eine der Magierinnen aus unserem Zirkel, plötzlich verschwand. Das kam mir seltsam vor, weil sie schon etwas älter und alles andere als abenteuerlustig war. Und dann habe ich von Ninette und zwei weiteren Frauen gehört, die vermisst werden. Ich hatte mal einen Freund, der plötzlich verschwunden ist. Am Ende habe ich ihn betrunken unter meinem Bett gefunden. Was ist? Das war's doch gerade du selbst. Zwischen diesen verschwundenen Frauen besteht ein Zusammenhang. Und ich befürchte, wir haben es mit einem Verbrechen zu tun. Könnt ihr Maren nicht aufspüren? Nutzt der Zirkel denn nicht üblicherweise die Phylakterien, um seine Magier aufzuspüren? Wir sind ihrem Phylakterion bis zu einer Gießerei gefolgt, doch dort ist die Verbindung plötzlich abgebrochen. Ich habe von einigen Sympathisanten gehört, die entflohene Magier durch die Dunkelstadt schmuggeln. Also bin ich hierher gekommen, um ihre Spur vielleicht wieder aufnehmen zu können. Ich habe allerdings keinerlei Hinweise auf Maren gefunden und mich durch die Befragung der Einheimischen ziemlich unbeliebt gemacht. Aber das habt ihr ja selbst gesehen. Wart ihr schon bei der Stadtwache? Habt ihr der Stadtwache von eurem Verdacht erzählt? Ja. Aber dort wurde mir mitgeteilt, dass es keinen Beweis dafür gibt, dass zwischen den verschwundenen Frauen ein Zusammenhang besteht. Es hieß, die Frauen seien eben einfach von zu Hause weggelaufen. Das geschehe ständig. Können sie vielleicht schon tot sein? Niemand verschwindet einfach so. Vielleicht wurden sie ermordet oder entführt. Wir haben weder Leichen noch etwaige Lösegeldforderungen gefunden. Diese Frauen sind einfach spurlos verschwunden. Vielleicht ist man ja einfach nur geflohen. Magier fliehen doch ständig aus dem Zirkel. Vielleicht wollte Maren ja einfach nur frei sein. Sie war immer absolut loyal. Ein unbekannter Verehrer hatte ihr Lilien geschickt. Und einige von uns dachten, sie würde sich vielleicht mit ihm treffen. Vielleicht gibt es eine Verbindung zwischen allen Fällen. Oh, Lilien. Das klingt verdächtig. Kann ich irgendwie helfen? Kann ich euch bei eurer Untersuchung irgendwie helfen? Es ist nicht länger meine Untersuchung, Sarah, aber ihr könnt sie gerne fortsetzen, wenn ihr möchtet. Dieser Kampf hat mir gezeigt, dass ich nicht mehr der Krieger bin, der ich einmal war. Ich weiß, wann es an der Zeit ist, Platz für andere zu machen. Hier, nehmt meine Aufzeichnungen. Vielleicht könnt ihr mehr damit anfangen. Ich kehre in die Galgenburg zurück. Ich bin zu alt für das hier. Eine Gießerei in der Unterstadt? Dem sollte ich auf den Grund gehen. Alles nehmen. So, gut. Da ist noch was, was wir plündern können. Haha. Alles nehmen. Oder auch nicht. Wir gehen trotzdem... Ach, da kommen wir nicht glaube ich, weiter. Okay. Das war's. Dann gehen wir zurück wieder auf die Karte. Und, ich werde dann in dem Ladebildschirm nachher mal ein bisschen mein Inventar verkaufen. Damit wir einfach wieder ein bisschen Platz haben. Allerdings sage ich schon mal danke, dass ihr zugeschaut habt. Ja, und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn wir in die Dunkelunterstadt gehen und dort nach der Gießerei suchen.
Bis dahin, macht's gut und danke. Ciao, ciao.